Und jetzt darf gegen den Felix antreten. Achso, bin ich wieder dran? Ja. Dann jetzt hier an diesem Mikrofon für euch mit einem großen Applaus. Thomas geht nochmal nach hinten und macht David. Hausaufgaben. Der David! Ja, schönen guten Abend. Ich bin wahrscheinlich der beschissenste Dichter, den ganz NRW je gesehen hat. Das hält mich aber nicht zurück, gelegentlich mal Gedichte zu schreiben, und ich wollte jetzt mal ein kurzes vortragen. Es ist versaut, ich mag es, es heißt, selbst ist die Frau. Sabine K. aus Witten hätte gern größere Titten. Doch im Portemonnaie kein Geld für eine OP. Geht zum Baumarkt um die Ecke, kauft dort Silikondischnecke, spritzt sich das Zeug in die Brust, vorbei ist der kleine Tittenfrust. Am Abend dann beim Duschen, das Wasser ist sehr warm, dehnt sich das Zeug in ihren Busen und es macht verdammt laut BAM! Es gibt einen Flutsch und ein Gewimmer, Sabines Brüste sind Geschichte, dafür ist jetzt im Badezimmer jede Fuge abgedichtet. Dankeschön. Nicht dafür. Ich wollte früher als junger Mann immer Rocker werden. Ich wollte auf einer Bühne stehen mit einer Gitarre in der Hand und all das, was ich zu sagen habe, dem Publikum ins Gesicht singen. Das ist daran gescheitert, dass ich kein Instrument spielen kann, und wenn ich singe, verstößt das gegen die Genfer Konvention. Deswegen habe ich folgenden Text geschrieben. Das ist mein kleines Rock'n'Roll. Und der Text trägt den Titel »Stell die Welt auf den Kopf«. Dein ganzes Leben lang musst du dir anhören, wie du dich zu verhalten hast. Steck das nicht in den Mund, spring dich vom Beckenrand, ist dein Teller leer, fass das nicht an, lass die Finger bei dir, geh zur Schule, mach keinen Ärger, trink nicht so viel, stell dich auf, nimm bloß keine Drogen, das darfst du nicht. Doch damit ist es jetzt vorbei, du bist dein Gott, du kannst entscheiden. Stell die Welt auf den Kopf, stülpe sie um und mach sie zu deinem Spielplatz. Sei verrückt, raste aus und brich alle Regeln. Schaff die Momente, die in Erinnerung bleiben, mach aus deinem Leben ein Fotoalbum der Entgleisungen. Renne Wände ein, baue sie wieder auf und renne von der anderen Seite dagegen. Lache, wenn andere weinen, und wein einfach drauf los, wenn du an der Ampel stehst. Spring von einem Bordstein und brich dir die Beine. Nuckel den Bus an deinem Daumen. Hau dir eine Flasche Jägermeister rein und fahr da eine Runde Achterbahn. Denn jeden, mit dem du sprichst, mindestens eine Stunde lang. Rainer! Reiß dir irgendeinem Spacken seine Eltadi-Kappe vom Korb, prügel so lange damit auf ihn ein, bis sich in seinem degenerierten Hirn so etwas wie Geschmack einstellt. Geh in den Dortmunder Fanblock und singe das Schalke-Lied. Schnorre die Penner am Bahnhof an. Wenn du im Büro die Toilette benutzt, lass alle Türen auf und stöhn schön laut, damit alle was davon haben. Zieh dir bei McDonald's eine Seinen Parmesan-Käse rein. Geh in den Zoo und bewirf die Affen mit deinem Kot. Beende jeden Satz mit Amen oder das habe ich in meiner Vision gesehen. Biete der Polizei deine Dienste als Geheimagent an. Frage die Menschen auf der Straße, welches Geschlecht sie haben. Sammle auf öffentlichen Toiletten Schamhaare und häkle einen Topflappen raus. Laufe rückwärts gegen den Strom. Stell die Welt auf den Kopf. Heb sie aus den Angeln, form sie nach deinen eigenen Wünschen. Werde Poetry-Slammer und mach die Welt zu einem besseren Ort. 5 Minuten hast du Zeit. 5 Minuten, in denen du als Künstler deine Message an den Mann bringen kannst. 5 Minuten, in denen du einen Slamtext vortragen kannst, der Israel und Palästina vereint. Ein Slamtext, mit dem du bei einer Misswahl gewinnen könntest. Ein Slamtext, der dir zur Weltherrschaft verhilft. Ein Slamtext, nachdem Putin endlich versteht, was eine echte Demokratie ist. Ein Text, so traurig, dass sogar Chuck Norris weinen muss. Ein Text, so schön, dass er Kriege beenden und Sekten zerschlagen kann. Ein Text, der AIDS, Krebs und Alzheimer heilt. Ein Text, der Etat, die Unisex, Friseure und Apple in den Ruin treibt. Ein Text, bei dem sogar die Sprechpausen zum Nachdenken anregen. Ein Text, der alle Frauen hier so wuschig macht, dass alle Männer hier heute Abend endlich wieder Sex haben werden. Ein Text, der nachträglich in die Bibel reingeschrieben wird. Ein Text, der dafür sorgt, dass Bärte nicht mehr kratzen und Schamhaare sich anfühlen wie Katzenfell. Ein Text, der bei YouTube an einem Tag so viele Aufrufe hat, wie der beschissene, niesende Panda-Bär in 3 Monaten. Ein Text, der die Welt auf den Kopf stellt. Stell die Welt auf den Kopf, übertrete Grenzen, stecke sie neu ab. Sei laut, frech und unberechenbar, überrasch dich selber. Scheiß auf Political Correctness, kämm dir die Haare gegen den Strich und sei aus Prinzip dagegen. Hetze Rechtsradikale durch die Stadt, kauf dir Hundeausgaben von Mein Kampf und verbrenne sie öffentlich. Geh in ein Fitnessstudio und beobachte den fettesten Typen dort, während du Chips und Cola in dich reinstopfst. Lauf mit einer Waffe in der Hand durch die Stadt und singe mit einem irren Blick: Ich mach mir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt. Geh in ein vegetarisches Restaurant und bewirf die Gäste mit Hackfleisch. Wechsel jeden Tag deine Religion, wechsel dafür 1 Monat lang deine Unterwäsche nicht. Verkleide dich als Sensemann und schlurfe bedächtig durch ein Altersheim.
Gehe zu den Zeugen Jehovas, überzeuge sich vom Buddhismus. Schreib das Dr. Sommer-Team an und erzähle ihnen, dass du vom Küssen schwanger geworden bist. Spreche einen ganzen Tag lang nur in Reimen. Geh in die Stadtbibliothek und tu so, als hättest du das Tourette-Syndrom. Begrüß gleich die Dame hinterm Tresen mit einem zünftigen: Du dreckige Hugenschlampe! Scheiß einfach drauf, was die anderen von dir denken. Tu, wozu immer du Lust hast. Hab Spaß und genieß es. Du hast nur dieses eine Leben. Mach was draus. Danke.